begleitet mich heute in den Primark in Bonn. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Primark-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, leider sind sie ja seltener geworden, da ich ja in der Schweiz wohne, aber heute habe ich mal Zeit, hier nach Bonn zu fahren mit meiner Mama und einer Freundin von meiner Mama hier, und wir gehen jetzt rein und ich zeige euch, was es da alles von Disney gibt, vielleicht auch Barbie und auch Harry Potter. Mal sehen. Und ihr seht, es ist sehr windig hier. So, fangen wir hier an diesem chaotischen T-Shirt-Haufen. Versuche ich so ein bisschen was zu zeigen. Hier gibt es so Mickey-T-Shirts. Die kosten so 7 Euro, also T-Shirt 7, Shorts 6, also gibt es halt so ein Set. Hier gibt es Winnie Pooh, Ariel gibt es hier, Aristocats. Dann gibt es hier die Shorts, die sind sogar gerade reduziert hier, kosten sogar nur 3 Euro mit Mickey, sind eigentlich ganz cool für den Sommer. Ich glaube, so ein paar hole ich mir mit. Gibt es auch hier noch in Rot. Hier gibt es Hakuna Matata Shirts. Finde ich auch ganz cool. Ja. Hier gibt es auch noch die Hakuna Matata Shirts in Gelb. Mini Shirts. Stitch gibt es auch. Ich möchte hier nicht noch mehr Unordnung machen. So eine lange Hose. Was steht denn da drauf? Ist das überhaupt Disney? Nee, das ist, glaube ich, Snoopy. Nee, das sind doch Mickeys. Ach, wenn man so guckt. Genau, gibt es hier noch so rote Trainingshosen mit Mickey. Sehen so aus. Genau, die kosten 13 und die Hose dazu kostet 11. Ja. Hier unten sind noch Dumbo. Dann gibt es hier die Taschen und Rucksäcke. Aber hier so eine Umhängetasche für 10 Euro. Hier so ein Rucksack für 19 Euro, ist eigentlich ganz hübsch. Dann gibt es noch den passenden Kosmetikbeutel für 8. Gibt es hier auch noch so Kosmetikbeutel mit Winnie Pooh für 10 und Stitch für 7. Das ist auch Stoff, das ist so ein Fake-Leder. Dann gibt es hier die Pullis für 16. Ist das auch Disney? Nee. Da oben diese weißen Mickey-Kappen. Zur Disney 100-Kollektion gibt es hier für 6. Der kostet 16. Der kostet 6, sieht aber für mich eher aus wie ein Pyjama. Dann gibt es hier noch das Set in Weiß. Der kostet die Hose 16 und der passende Pullover kostet 18. Hat so ein Retro-Style, eigentlich ganz cool. Dann gibt es Chip and Dale für 16, die Hose 14, das ist kein Disney mehr, hier haben wir noch Disney, und zwar das Simba-Shirt für 5, das ist kein Disney mehr, gibt es noch ein Stitch-T-Shirt für 5, Stitch für 6 und Winnie Pooh für 10 und hier Aristocats auch noch für 5. Auf dem Pulloverstapel ist es ein bisschen aufgeräumter, hier haben wir einmal Winnie Pooh, die kosten 12 Euro. Wir haben Tigger, wir haben Winnie Pooh und Friends. Das sind echt schön. Hier gibt es noch Ferkel mit Tigger. Hier gibt es Mickey und Co. Hier ist irgendwie, ich will jetzt nicht alles hier rausziehen. Das ist, glaube ich, ja, das ist auch so ein Pullover. Und ich glaube, da gibt es auch noch die passende Jogginghose. Und hier gibt es den passenden Pullover zu der Jogginghose von da hinten. Ja, ist auch ein cooler Style. Dann gibt es Stitch. Oh, die Hausschuhe, sehe ich da.
aber auch nicht, dass sie hier hingehören. Gibt es auch nochmal Stitch mit der. Ja, das ist die Hose. Und dazu gibt es auch noch irgendwo den passenden Pulli in diesem Stapel. Ja, hier. Also sind so Jogginghosen-Sets. Ist auch nochmal Stitch. Hier gibt es die Prinzessinnen. Und hier gibt es nochmal Mickey in so einem Retro-Style. Auch ganz süß. Und da unten haben wir, der ist aber schön. Oh ja, der gefällt mir. Den muss ich jetzt mal aufmachen, weil den könnte ich mir tatsächlich mitnehmen. In L. Den finde ich schön. Once Upon a Time. Ja. Kostet 13 Euro. Hier könnt ihr die Sets mal angezogen sehen. Einmal das Chip and Dale Outfit. Und einmal das T-Shirt. Sieht echt süß aus mit den Söckchen und so. Cooles Outfit. Hier geht's weiter mit den Kosmetiksachen. Hier ist Mini. Ist eigentlich ganz cool. So ein Set für 16 Euro. 3 Taschen. Gibt auch noch das Set hier für 10. Finde ich auch cool. Die Dinger haben hier echt eine gute Größe, um zu verreisen. Dann gibt es hier die... Ja, das ist nur so einzeln. Sonst noch was? Nee. Doch, da ist Stitch. Gerade noch im Augenwinkel gesehen. Stitch für 6 Euro. Jetzt noch Disney Duschhauben für 3 Euro. Und die finde ich echt mal richtig witzig. Und hier gibt es auch noch Stirnbänder mit Angel für 3,50 und 4,50 für die Angel Haarbürste. Hier gibt es auch kleine Koffer mit Stitch für 45 Euro. Mickey und Minnie für 35, aber ist relativ klein, also noch kleiner als Handgepäck. Und hier gibt es mit Stitch und Angel einmal, das sind Handtuchhalter, kennt ihr die? Für den Urlaub. Die muss ich mir, glaube ich, mitnehmen, aber wenn ich nicht der größte Stitch-Fan bin. Hier gibt es Window Shades fürs Auto, eine Schlafmaske. Hier gibt es Koffersticker. Und das war's. Ah, die sind super praktisch. Bei den Handtaschen habe ich noch die Tasche entdeckt für 9 Euro. Und ja, ich glaube, das war's. Bei den Schlafanzügen, und der gefällt mir echt gut, obwohl ich nicht der beste König der Löwen-Fan bin, der größte. Aber das ist so schöner, fallender Stoff. Gibt es leider nicht mehr in L. Dann gibt es hier auch nochmal König der Löwen, so Pyjamas. Ihr seht ihn nochmal angezogen. Finde ich echt schön. Hier seht ihr die Hose. Und es gibt noch dieses Kleid, die man aber auch ans T-Shirt oder so tragen kann, das Longshirt. Dann gibt's, was gibt's hier noch? Cornflakes sogar, für die Cornflakes-Fans Pokémon. Schon mal einen dickeren Pyjama. Den habe ich tatsächlich, auch so ein Shirt, so ein Pullover, Soft-Touch-Pyjama. Ist eigentlich ganz cool für den Winter, wenn es kalt ist. Dann gibt es hier auch noch so Sets. 14 Euro pro Set. Das ist ja hier auch ein Riesenchaos. Hier gibt es zum Beispiel Aristocats. Was sehe ich noch? Nochmal Aristocats in lila. Gibt es Mickey. In so einem kurzen Set. Das ist eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Ariel gibt es auch. Ariel-Set. Aber ich finde es immer doof, kurz und langärmlich. Also lange Hose, kurzer Arm. Wenn, dann brauche ich kurze Arm und kurze Hose oder lange Arm und lange Hose. Ich bin nicht der Mensch, der dann so... Ich find, wann zieht man so ein Pyjama an? Mit kurzem Arm und langer Hose. Ich brauche im Sommer ist es halt beides kurz und im Winter ist es beides lang. Das ist für mich so ein Mischmasch und dann... Nee, da bin ich dann der innere Monk bei mir. Ich brauche beides kurz oder beides lang. Aber da ist natürlich jeder eigen. Hier gibt es irgendwie noch so Looney Tunes. Und hier noch so eine Winnie-Pooh-Hose. Eine Alice-Leggings und eine Minnie-Maus-Leggings für 11. Und hier gibt es auch nochmal so Sets für... das sind Nachthemden für 9 Euro.
Aber hier euch was zu zeigen, ist ja auch eine Sache der Unmöglichkeit. Ja, ich sehe ein bisschen Simba. Ich sehe natürlich Mickey. Ich sehe die Grinsekatze hier. Ich möchte... Kennt ihr dieses Spiel? Wie heißt denn das? Irgendwas mit J? Das auf jeden Fall mit den Holzstäbchen und dem Turm, wo man jeder ein Stäbchen zieht und dann irgendwann fällt der Turm zusammen. So fühle ich mich hier, wenn ich irgendwas rausziehen würde. Wahrscheinlich würde alles in sich zusammenfallen. Deswegen versuche ich das auch gar nicht. Ja, hier ist nochmal ein Mickey Longshirt, sehe ich hier. Ja, Jenga, so heißt das Spiel, jetzt fällt es mir wieder ein. Hier gibt es auch noch Hosen. Das Set, das ist für mich so ein Set, ja, das finde ich super. Und ich muss sagen, der Schriftzug gefällt mir. I don't do mornings, obwohl mir das Oberteil jetzt auch ein bisschen zu kurz ist. So, kennt ihr das? Also ich kann auch keine nackten, so nackte Nieren im Bett geht bei mir aber auch nicht, ne? Also so Crop Top, nee. Da ist mir auch direkt kalt. Was gibt's hier noch? Hier gibt es hier schon die Winter-Edition. Hängen wir das mal hier wieder rüber. Ist eigentlich auch ganz süß. Sowas habe ich aber schon von letztem Jahr. Kostet 25. Kommen wir zu Hausschuhen. Hier gibt es einmal Mini-Mickey-Hausschuhe für... Keine Ahnung. Ist irgendwie kein Preis. Ach da, 9 Euro. Hier haben wir einmal Klopfer für auch 9. Hier gibt es auch mal so eine Schlafhose auch für 15. Ein Mickey-Kissen für 10. Nochmal so ein Mickey-Schlafshirt für 8, so ein langes. Gibt es hier nochmal so einen Kosmetikbeutel für 13. Das passende Oberteil zu der Hose für 15, aber das Material ist relativ steif, finde ich nicht so schön. Hier gibt es auch nochmal so Crop-Dinger für 11 im Set, aber das sind mir auch wieder viel zu kurz. Das würde noch gehen, finde ich eigentlich ganz hübsch für 15 im Set. Also da wäre ich noch fein mit. Dann gibt es hier auch noch, das ist dasselbe, was ich euch gerade gezeigt habe. Hier gibt es noch die Hausschuhe für 8. Gibt es das hier noch für 14. Und ein passendes Mini-Handkissen gibt es auch noch. Natürlich gibt es auch einige Disney-Socken. Ich gehe jetzt hier nicht auf jedes Paar ein, aber hier gibt es zum Beispiel Mini. Für 3 Paar 4,50 Euro. Hier gibt es so kurze Simba-Söckchen für 4,50 Euro. Natürlich Baby Yoda, Bambi, das Ariel-Socken, Winnie-Pooh-Socken, hier Simba-Socken, die hat sich Brina auch gekauft. Für 5 Euro. Daisy. Gibt noch Simpsons, Stitch, nochmal Stitch, Barbie, jetzt haben wir auch was von Barbie. Viel gibt es nicht mehr von Barbie. Wir sind jetzt in der Schuhabteilung, hier gibt es nochmal Hausschuhe im Sale, sogar für 5 Euro. Dann gibt es hier diese Barbie-Schuhe noch für 11 Euro. Gucken wir mal weiter, hier gibt es noch Flipflops, also man muss hier ein bisschen suchen in Bonn. Die Sachen kosten 4,50 Euro. Was haben wir noch? Hier haben wir noch dieselben. Hier gibt es noch Mini-Mickey-Maus-Schuhe, so Schlappen. Davon habe ich schon so viele. 10 Euro. Und hier gibt es noch solche Sneaker für... Weiß ich nicht. Da steht's. 16 Euro. Ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt keine weiteren Disney-Schuhe gesehen. Mal gucken, was mir noch so ins Auge fällt. Die habe ich jetzt noch gesehen. Für 11 Euro. Einmal mit Stitch und einmal mit Mickey und Minnie. Also haben auch was, muss ich sagen. Und hier gibt es noch so Crocs in Stitch-Form. Und diese Schlappis. Ich sehe nur einen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Diese Schlappis, die ja jetzt so Trend sind mit Stitch.
Ich habe jetzt nur einen Schuh gefunden. Und hier ganz versteckt habe ich auch noch ein paar gefunden. Aber leider kein Preis mehr dran. Schön. Hier sind wir jetzt bei den Mädchen-Accessoires. Und ja, hier seht ihr Ringe mit Minnie Maus, Haarspänkchen, auch Lilo und Angel-Spänkchen. Für 3,50, 3 und 3 Euro. Und noch so ein Kettenset für 3,50 Euro. Hier gibt es noch so Girls-Klamotten im Sale auch. Solche für 4 Euro. Das Ariel-Shirts für 12. Gibt es auch noch. Die sehen aber irgendwie komisch aus, die Prinzessinnen. Sind das überhaupt Disney-Prinzessinnen? Hier gibt es dann so ein Set mit Lilo und Stitch. So ein, oh, das ist cute. Kostet 17. Hier gibt es auch nochmal so Ariel-Tops im Set für 10. Zwei Stück, passende Leggings dazu. Bei der Kinderabteilung sieht es auch nicht besser aus von der Ordnung. Es gibt so Kindersonnenbrillen. Schon cool, für 3 und Ariel ist sogar im Sale für 2. Und nochmal so ein paar Mädchensachen, Stitch, Minnie Maus Pullover, hier so ein Set mit Rock und Pullover. Huch, auch cute. Hier so eine Jeans-Shorts, so ein gelbes Kleid, kostet, ist im Sale auch für 4 Euro. Und natürlich gibt es auch noch Jungs-Sachen, Spider-Man, Ninjago, Entschuldigung. Mickey Maus. Paw Patrol. Hier gibt es noch Ariel Pop Figuren für 16. Ist auch noch im Sale so Notizblöcke und keine Ahnung, hier ist schon wieder Chaos. Ah, hier gibt es noch im Sale so Kindersonnenbrillen mit Mickey für 2 Euro, mit Etui und auch mit Spider-Man. Und Paw Patrol gibt's auch. Ich mache nochmal einen Schlenker durch die Babysachen, aber ja, hier ist auch, ich weiß nicht warum, es ist mittags um 14 Uhr und hier herrscht schon so ein Chaos. Ja, hier gibt's Bambi-Sachen und hier so Strampler, also es sind richtig süße Sachen dabei. Hier so ein, oh, so ein Minnie-Maus-Kleid mit Mützchen. Und Donald. Sieht so groß aus. Ja gut, ist schon für 18 bis 24 Monate. Ist auch so Strampler. So eine kleine Mickey. Oh, dieses Daisy-Set ist auch zuckersüß. Oh, hier so ein Donald-Outfit mit Mützchen. Geht mir das Herz auf. Hier noch so Sets, also es gibt hier richtig viel in Disney. Ein Stitch-Rucksack für Kinder. Gibt es auch natürlich auch Dumbo. Mickey Maus, so kleine Schüchen, Spucktücher, auch so Knister-Mickeys und Kuscheltiere. Die ist auch cool, Lela Zuse. So, wir sind jetzt hier in der Home-Abteilung und hier ist die Munchling-Kollektion. Wie süß sind die bitte für 5 Euro. Oh, hier gibt es auch Ia und Marie. Die Cappy nicht. Stitch. Oh, die sind so süß. Gibt's auch Mickey, die Grinsekatze, Donald, gibt's auch Küchenhandtücher für 6 Euro, die sind auch süß. Kleine Dosen für 5. Ich glaube, die sind von innen rausgenommen worden.
noch Trinkflaschen, auch mit Marie. Für 3,50 und einmal eine größere Trinkflasche mit so Streusel unten drin für 8. Und dann gibt es noch die hier für 8. Die mit Strohhalm für 7. Und die gibt es auch noch für 14. Cute. Es geht weiter hier mit Angel-Dosen, aber auch Stitch- und Angel-Dosen, Lunchboxen für jeweils 5 Euro. Gibt es hier auch nochmal so einen Trinkbecher mit Stitch für 4. Dann gibt es hier noch so eine Kühltasche, würde ich sagen. Ja, ist eine Kühltasche für 4 Euro im Sale. Und hier auch noch so Küchenhandtücher für 6. Oh, eine Riesentrinkflasche von Stitch mit 2 Liter passt da rein für 12 Euro. Und eine Glitzertrinkflasche mit Stitch für 8. Hier gibt es noch Handtücher für 9 mit Mini und Mickey. Barbie sehe ich da unten. Hier gibt es auch ganz viele Kissen. Eine Baby Yoda Decke für 20. Gibt es hier Angel für 20. Zeck, warte! 20 für Stitch. Baby Yoda Kissen. Harry Potter. Ist aber auch nicht so viel von Harry Potter. Mini für 10. Eine Barbie Decke für 9. Gibt es auch noch so Handtücher in Lila für 6. Und was ist das hier? Ein Pop-up Storage Bin für 5,50 Euro. Dann gibt es hier auch noch so Bettlaken für 9. Eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Da werde ich mir auch was mitnehmen. Und dann gibt es hier so Putztücher für 2,50 €. Und hier diese Aufbewahrungsboxen habe ich ja auch schon. Die kann man ja auch kaufen. 100 Jahre Tasse für 8. Sieht auch schön aus. Stifte für 3,50 €. Handtuch für Decke für 9 und ein Cover, ein Bettbezug für 22. Die Küchenwaage habe ich ja schon, ist auch im Sale für 4 Euro. Marvel Decken für 10 im Sale. Iron Man Kissen. Captain America Decke. Und hier habe ich gerade aus dem Augenwinkel schon mal noch Stitch gesehen. Da kann man sich ein ganzes Bett beziehen mit Stitch. Mit Kissen, mit Bettlaken. Und hier sieht für alle Stitch-Fans, das Aufbewahrungsboxen, sind die auch mit Stitch? Das ist immer nur lila. Ne, die sind immer nur lila. Ja. Ja, und das war der Rundgang hier aus dem Primark. Leider gibt es nicht so viele Harry Potter Sachen und auch Barbie Sachen. Aber Disney Sachen gab es da jetzt doch einiges. Wir gehen jetzt zur Kasse und was ich gekauft habe, zeige ich euch am Sonntag im Juni. Ne, Quatsch, wir haben ja schon August. Ne, die zeige ich euch im August Haul dann. Müsst ihr leider ein bisschen abwarten, einen Monat, aber wie wir wissen, geht die Zeit super schnell vorbei. Also die Sachen, die ich heute gekauft habe, seht ihr dann im August Haul. Ich hoffe, dieser Eindruck hier aus dem Primark in Bonn hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.